auf der Wiesn soll man ja zwischendurch auch mal ein Wasser trinken zu dem ganzen Bier. Ja, Power Tower bin ich auch schon mal gefahren. Hier bestimmt auch, aber noch nie mit einem Glas Wasser in der Hand. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Mal schauen, ob ich den überhaupt heim mit nach oben bringe. Ich hätte mal gar nicht so vorlaut sein brauchen. Wie schafft es, dass ich ein Glas Wasser mitten auf und wieder mit runter bringe? Das halte ich bis jetzt für ein Gerücht. Das Wasser ist aus meinem Becher davor geflogen und ist einfach so wie so eine Wolken einfach weg. Einfach weg. Also Wasser trinken auf der Wiesn ist wirklich wichtig, aber nicht im Power Tower. Bedenkt es bei eurer nächsten Fahrt.